Ich finde nirgendwo Sinn in irgendwas und versuche, meine Gedanken umzulenken. Gelangweilt lese ich ein wenig die Tageszeitung. Sie ist zwar von gestern, aber in der Hoffnung, eine gute Stellenanzeige zu finden, blättere ich los. Überschwemmung und weitere Naturkatastrophen. Leben auf dem Mars, BSE, Gammelfleisch, SMS günstiger. Sperrmüll. Nach Karnevalsumzug. 4 Tote bei Radtour. Und Reinhold Messmer hat sich mal wieder mit dem Yeti getroffen. Mehr darüber in seinem aktuellen Buch Berg, Tier und Geisteswehr. Für nur 46,50 Euro. Genervt von dem ganzen Schwachsinn lege ich die Zeitung beiseite, stütze meinen Kopf auf die Hände und überlege, weshalb ich heute aufgestanden bin. Arbeit, genau. Um Arbeit wollte ich mich bemühen. Ein weiterer Termin bei meinem Coach. Ich mache kurz ein paar Schattenbox-Bewegungen und stelle mir den Integrationscoach vor und lächle leise in mich hinein. Irgendwann höre ich mal was von der Ich-AG. Da wird man gefördert. Gerade auch als Langzeitarbeitslosener eine neue Chance. Man bräuchte halt nur eine gute Idee und ein Ich. So etwas wie ein Ich hätte ich ja, bräuchte ich nur noch fix eine Idee. So manche Idee findet man ja in der Zeitung. Also durchforste ich etwas genauer die Anzeigen. Von Samenspende über Geldspende bis hin zur Organspende ist alles vertreten. Unter einer kostenlosen 090-Nummer kann man mehr erfahren. Was ich dort wohl erfahren könnte. Dass eine 0190-Nummer nicht kostenlos sein kann, vor allem. Anzeige für Anzeige studiere ich die ganze Zeitung. Mit meinem eigenen Auto könnte ich 600 Euro pro Monat verdienen. Durch Werbung. Dummerweise habe ich kein Auto. Also fällt das leicht verdiente